Nun gebe ich euch einmal eine kurze Einweisung und Einführung in die UBoard Mate App. Dazu ist auf jedem Board die UBoard Mate CC App installiert. Diese können wir mit Doppelklick öffnen und startet sich nun. In der UBoard App kann man ganz normal Tafelbilder oder sonstiges machen. Dazu haben wir unten ein Auswahlmenü. In dem Fall öffne ich als erstes einmal den Stift. Wenn wir zweimal klicken, kriegen wir eine weitere Auswahl zu den Sachen. Wir können zum Beispiel mit dem Pinsel arbeiten oder mit einem weichen Stift, harten Stift. Jetzt können wir danach auswählen, welche Größe wir haben wollen. Ich nehme jetzt mal klein und schreibe dann einfach mal. Um zu radieren, können wir den Handballen verwenden. Dazu legen wir einfach den Handballen auf und gehen einmal über den geschriebenen Text. Der geht dann weg. Wieder. Schreibe ich wieder nochmal High zum Testen. So, wir können dann des Weiteren auch das Radiergummi unten benutzen. Das ist eigentlich genau das gleiche wie das mit dem Handballen. Wir können auch noch Formen einbauen, zum Beispiel ein Trapez. Ziehen wir einfach und in dem Moment, in dem wir das loslassen, ist das gesetzt. Wenn wir es jetzt zum Beispiel im Nachhinein noch löschen wollen, klicken wir entweder auf Löschen oder wenn wir bereits unser Symbol oder unsere Form länger haben können, müssen wir einmal unten auf Auswählen klicken und klicken dann den Rand der Form an und können dann wieder auf Löschen klicken. Mit dem Handballen oder mit der Radiergummi-Funktion kann eine Form nicht gelöscht werden. Weiterhin gibt es noch Werkzeuge, zum Beispiel einen Timer, man kann Screenshot machen, man hat einen integrierten Browser und Unterrichtswerkzeuge. In dem Fall zum Beispiel jetzt ein Zirkel, die sind alle unter Unterrichtswerkzeuge untergebracht, heißt in diesem Fall Kompass, ist aber eigentlich ein Zirkel, den kann man einfach ziehen und kann den an den kleinen Strichen hier größer oder kleiner stellen. Wenn wir auf den Punkt innen drin tippen, können wir die Farbe ändern, in meinem Fall zum Beispiel gelb, aber ich mache es jetzt mal in rot, ist besser zu sehen. Um den zu verwenden, können wir einfach am Stift anpacken und eine Runde drehen. Wenn wir den nicht mehr brauchen, können wir oben auf X klicken. Wir können den aber auch natürlich noch woanders verschieben und dann wieder einen Kreis malen. So, ich brauche den Ziegel jetzt nicht mehr, klicke also auf das X und der Ziegel ist weg. Wenn wir nun die Kreise nicht mehr brauchen, können wir ganz einfach auch hier wieder mit dem Handball darüber zeichnen und der Kreis geht weg. Wenn wir jetzt eine neue Seite wollen, weil wir diese Seite schon verwendet haben, können wir unten rechts einfach auf Plus klicken und haben eine neue leere Seite und können danach mit den Pfeilen von links nach rechts gehen und umstellen, auf welcher Seite wir aktuell sind. Wir haben außerdem noch ein Lineal, das können wir oben anlegen und ziehen dann da unsere Linie dran vorbei und die wird dann automatisch gezeichnet. Lineal können wir auch verlängern, indem wir auf die zwei Linien hinklicken oder drehen. Nehmen wir auf das Drehsymbol klicken und sehen dann auch immer aktuell den Winkel, dem das Lineal da steht. Hier zum Beispiel 90 Grad. Kann ich dann verschieben, indem ich irgendwo anders hinklicke, lege es an und ziehe einfach am Lineal vorbei die Linie runter. Wenn wir das Lineal nicht mehr brauchen, klicken wir auf X. Um Hintergründe zu erstellen oder einen Hintergrund festzulegen, können wir unten links auf Menü klicken und dann den Punkt Hintergrund. Dort können wir zum einen auswählen, ob wir Farben wollen, wie wir hier jetzt sehen, oder ob wir Linien ganz bestimmt haben wollen. Hier gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel wenn ich ein Muster haben möchte, für zum Beispiel Mathe, gibt es da mehrere Auswahl, oder zum Schreiben üben. Ich setze hier das Mathe-Muster und klicke dann auf Bestätigen. Nun können wir unseren Stift nehmen, zum Beispiel hier eine 2 eintragen oder 2 plus 3. Das kann man dann jeweils auswählen, muss aber auch auf jeder Folie neu gemacht werden. Heißt, diese eine Folie hat das, wenn wir noch eine weitere Folie brauchen, müssen wir dann draufklicken. Um ein Dokument zu speichern, damit wir es später weiterverwenden können, gibt es unten unter dem Punkt Menü neben dem Drucker-Symbol ein Speichern-Symbol. Da klicken wir drauf und nun kriegen wir einen Ort, wo wir speichern wollen oder können. In meinem Fall jetzt auf Desktop und wir sehen hier einmal den Dateinamen. Den können wir auch ändern, zum Beispiel zu irgendwas, was besser ist, wie Mittwoch, Mathe 3b und klicken nun auf Speichern. Jetzt speichert das Programm und hat alles gespeichert und wenn wir jetzt das Programm schließen, indem wir auf das Türsymbol gehen, unten über Menü, wendet sich das Programm und wenn wir jetzt diese Datei später nochmal brauchen, gehen wir einfach wieder auf UBoard Mate, warten bis das Programm gestartet wurde, das dauert 10 Sekunden, gehen jetzt unten über Menü, können wir auf Datei öffnen gehen.
Nun sehen wir auch schon hier meine Dateien, die ich vorher gespeichert habe und andere, mit denen ich schon getestet habe. Da klicke ich drauf und gehe auf Öffnen. Haben wir alle Sachen wieder, mit denen wir vorher gearbeitet haben. Auch unsere Linearzeichnung und natürlich auch unseren Hintergrund, wo wir 2 plus 3 gerechnet haben. Ich hoffe, euch hat diese kleine Einführung in U-Board Made gefallen.